So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir waren gerade, oder besser gesagt, in der letzten Folge haben wir eine ganz kleine Höhlentour gemacht und ich wurde mal wieder gemobbt von Tolania, wie immer. Aber doch nicht. Weiber. So, Zicke. Schnauze. Blöde Eule. Google, Google. Google. Ich sag da jetzt mal nichts zu. So, dann packen wir mal hier rein. Ich brauche unbedingt noch ein bisschen Stein. Ah, scheiße. Andesit. Stein habe ich hier ohne Ende. Ja, Stecken. weil, wie hast denn du bei dir das Dach hingekriegt? Du hast doch bestimmt gecheatet, stimmt's? Nein, das sind Stufen, also Treppen. Ich meine mal auf die Schnelle. Wie hast du auf die Schnelle so dein Auf die Dach? Schnelle, ich lag bis heute Morgen 7 Uhr ja fast Ja, schlaflos nachts und alles dran. ich meine nur, ich habe ja, als ich heute Morgen Du online kannst aber gekommen Blöcke bin. dahin packen. Ja. Hilfsblöcke und dann Da du legst ja du einfach eine letzt, Reihe Treppen. da du uns ja in der ersten Folge gezeigt hast, du bist angeblich Gott, hast du ja Funktionsmöglichkeiten, die ich, kleiner Member, der sehr liebreizend ist, nicht hier hat. Ja, die brauche ich aber nicht, oder? Ich weiß es nicht, weil du hast sehr schnell halt das Dach gebaut. Du warst doch gar nicht online. Ich habe gestern noch den ganzen Abend hier gesessen, neben Radiosendung. Achso. Ja, ich war aber heute Morgen online. Ja, da war das ja auch schon fertig. Was man, frag mal die User, wie lange man für so ein Dach braucht. Also nicht wirklich lange. Das ist innerhalb von einer halben Stunde, wenn überhaupt, Was machst fertig. denn du auf meinem Grundstück hier? Ich glaube, Takt, Fräulein. Boah, jetzt schieße ich gleich wirklich mal. Ey, hier wird nicht gescheatet. Nee, jetzt Soll mal was. Dynamit bauen? Nein, wie hast denn du das mit dem Stein hier hingekriegt? Weil ich möchte also auch so eine Was für ein Umrandung. Stein denn? Na, so eine Umrandung haben, so vom Dach hier oben. Warte, komm mal mit, dann zeig ich mir mal, was du meinst. Ah, schon wieder so viele Eier dabei? Deine Hühner sind da hinten aber ziemlich fleißig. Ja, denk mal drüber nach. Nicht jeder ist fleißig. Dieses Lenken gerade. Ja, ich hab's gesehen. Du bist auf immer so richtig gezoomt, so. Hier Also oben, das sind diese. Klöpfer. Ja, das ist. Nee, das da oben, die Umrandung, was du in Holz hast, das möchte ich in Stein haben. Das sind zwei verschiedene Holzstufen. Das ist einmal Eiche und einmal Birke. Ja, ich möchte das aber in Stein haben. Ja, dann musst du dir verschiedene Steinstufen bauen, oder nicht? Nur ich musste da improvisieren, weil die eine Seite höher ist als die andere. Und warte mal, war das hier? Ich glaube, hier passten genau an dieser schmalen Seite passten in der Mitte keine Stufen hin zusammen. Das sind dann die normalen Blöcke. Nur hier hinten an der etwas breiteren Seite. Ich hätte, glaube ich, einen breiter bauen sollen. Hier ist das dann, dass das wirklich auch. Alter. Boah, du zoomst immer voll. Wumm, bist du woanders. Ja. Da sieht man, dass das noch Treppen sind, die aneinander greifen. Und oben drauf habe ich dann, glaube ich, halbe Stufen gepackt. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Ich komme nachher mal vorbei und klau mal zwei von euch. Ansonsten ist das alles kein Problem zu bauen. Nur ich musste mich erstmal wieder reinfuchsen, wie das nochmal war, dass man die Treppen dreht. Wenn du am Block weiter unten schaust, dann dreht er so rum. Wenn du weiter oben schaust, dreht er so auch wieder um. Okay. Das ist also je nach Höhe, wo du am Block hin schaust. Obere Hälfte oder untere Hälfte. Gesundheit. Danke. Ist das gleiche baut wie unten? Ich bin wie so ein Spanner. Was Hui, denn? hui. Ist das genauso gleich gebaut wie unten? Oder ist das schon unten? Nee. Nee, nee. Kannst ja auch ein Besucherzimmer. Ey. Machen. Was denn?
Schade, dass man auf den Knöpfen nicht so stehen kann. Ups. Ja, aber Holz haben wir wieder auch jede Menge. Ja, für dich. Für mich habe ich ja drüben. Aha, also getrennte Betten oder was? Ja, du hast doch gestern damit angefangen. Das wäre nur die Schmiede. Ich mache ja, gut, das ist ja dann hier dein Arbeitsbereich, also deine Arbeit. Da gibt's kein Betten. Ich mach uns ein Haus, wo wir getrennte Bereiche haben. Komm. Zwei Blöcke Abstand. Hey, was mir aber noch nicht gefällt, irgendwie, das ist noch zu wenig verziert irgendwie, wenn man sich andere Häuser mal anguckt. Aber gut, das war jetzt mal ein eigenes improvisiertes. Ja, eben. Du, ganz ehrlich, unsere Kreativität ist da, glaube ich, ne? Ey, ich konnte das mal, aber gut, wenn du die Nacht da sitzt, irgendwie pennen kannst und einfach nur baust, ey, dann hast du sowieso nichts mehr im Kopf. Ich war froh, wo das Ding fertig war. Du bist ein Süßi. Ja, du auch. Und du. Ihr seid ja auch ganz fein. Wollt ihr mit mir mitkommen? Bei mir gibt es sowas nicht, dass ihr abgewerft. Haben wir immerhin zwei neue Küken raus. Oder? Ne, eins. Ne? Ah, guck mal, ich hab auch noch 7 Eier. Warte mal, komm mal hoch. Ja, ich finde die Hitbox ein bisschen heftig hier. Was findest du heftig? Die Hitbox. Wie gesagt, zielt's auf allen Huhn, fliegen sie auf einmal alle durch die Gegend und alles. Ja. Ein Küken. Ja, haben wir jetzt wieder zwei drin. Ich finde das mit den... Ah, gut. Warte mal. Irgendwie konnte man doch... Ach, scheiße, sag mal weg. Moment. Retten. Sofort, Magenta haben... Schon wieder ein Ei. Wir haben doch Saphire gefunden. Ich glaube, daraus konnte man auch blau machen dann. Ich hab meinen schon drüben abgelegt. Ja, warte. Na, du Süßi. Du bist ganz süß. Ja, wir verstehen uns nicht. Das wird die Herde kunterbunt. Ja. Hast du eigentlich auch noch ein Weißes? Ah, hier. Nee. Ja. Das weiß ja doch. Ja, ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen erweitern, dann nimmt ja mal das Gehege. Haben wir nicht sowieso gesagt, die kommen hier raus? Ja, hinterher mal, das wird so ein bisschen die Zucht, dann kann man bei dir drüben noch weiter aufbauen. Ach, jetzt aber doch weiß. Wieder erst mit mir rummeckern. Ja? Mit mir rummeckern. Meins, deins. Ja, Bitchfight, komm. Ich geh jetzt wieder rüber mit meinen blauen Flecken. Ach, warte mal, da muss ich ja humpeln. Aua, aua. Aua, aua, aua. Ach, du willst mich da behalten, Tulania. Der wird gruselig. Ach, guck mal, zu bei Gonzo keine Chance, wer kommt jetzt bei mir an? Gonzo ist ja nie da. Achso, okay, was soll ich weiß, macht ihn nicht heiß. Richtig. Und zwar an dieser Stelle liebe Grüße. Also das Problem an der ganzen Sache ist, scheiße, ja, er könnte die Videos sehen. So. Oh, meine Möhrchen sind reif. Bestimmt einer hat sich auch noch drüben. Zack. Na, ihr kleinen Göckelis. Mann, ey.
Hammer. Ja, wirklich ein großes Haus, so von der Abmaße her, ne? Was meinst du jetzt? Ach so, meins. Das ja, das habe ich gefunden. irgendwie bei YouTube. Und das fand ich irgendwo niedlich. Ja. Wo ist denn die Deckengrenze? Hier, da, wo die Balken hoch, sind. Wo die Balken sind, das sind die Decken. Oh, dann geht der aber 5 hoch statt 4. Nein. Doch, 1, 2, 3. Du hast 4 frei und der 5. nach oben ist der Balken. Und da kommt die Decke. Normalerweise arbeite ich mal so, dass man 3 frei hat. Ja, guck mal. Und dann der 4. ist die Decke. Das ist ja der Boden. Also auch 4. Normalerweise baue ich hier immer die Decke. Oh Mann, danke. Ah. So, und du hast aber den Balken höher gesetzt. Das heißt also hier. Ja. So, das wären 1, 2, 3, 4 über dir frei. Der 5. ist die Decke. Ja. Richtig. Ja, warum sagst du dann nein? Hast du ein Problem damit? Ja. Kannst du denn aussuchen, welche Seite du möchtest? Links oder rechts? Ja, mal gucken, welche ich wegsprenge. Die Heile behalte ich dann. Ernsthaft? Bitch. Boah, es ist schon wieder Nacht, ey. Oh, guck mal, hier ist ein Loch in der Wand. Auf einmal. Wieder, ja, machen wir wieder. Nein. Spielen wir wieder hier in auf Harry Potter. Kriegst irgendwann von mir noch ein Besen. Ich bin Hulk. Ich hab nur Angst. Jetzt sitze ich hier oben irgendwo auf dem Berg und zitter. Ja, richtig so. Aber ich guck mal, was ich für Material habe wegen Stufen. Weil die normalen, das gibt ja dieses gekachelte Muster eigentlich von diesen Steinen. Ja. Das geil aussieht, da warte ich noch drauf, damit das Haus noch aufgebaut. Ich hab einen Enderman, Schatzi, Hasi, Mausi, Zuckerkringelchen. Komm ja, her. Ich rede mit dem Enderman, nicht mit dir. Komm her, du Sackgesicht. Enderperle. So, Tolania. Ich hab mal eine Enderperle besorgt. Die hat sich eine neue Perle besorgt. Besorgt. Ach, jetzt weint sie irgendwo wieder. So, was hast du nochmal erzählt gerade? Jetzt höre ich dir zu. Ich guck gerade wegen Steine, aber so glaube ich noch nicht. Was ich ja noch suche, das ist hier, wie heißt das, weißt du nochmal? Kalkstein oder irgendwie sowas? Nee, Marmor. Weil dann werde ich mein Haus auch nochmal weiter umbauen. Dann wird die obere Hälfte die Wände abgerissen und dann soll das vorbei. Lass uns das doch später machen. Das ist ja schon wieder ein Enderman. Lass uns das doch später machen, wenn wir Life in the Woods spielen. Ja. Das wird, glaube ich, erstmal noch ein klein wenig dauern. Ne? Ey, isst du mir aus die Hühner? Ich glaube, betackt. Ich kann auch mal, dass ich den Spielstand hier mal abspeichere. Komm raus aus den Hühnern, du Sackgesicht. Also. Arschloch. Alles okay mit euch, ihr Schneckis? Gut. Wo hast du Steine drin? Oder Holz? Und in der Truhe. Steine habe ich nicht viele. Das sind hier in der Truhe. Und Holz ist da, wo Holz ist. Oder Fertigholz. Oh, ich hab eine Enderperle schon wieder. Da hast du Steine. Dankeschön. Wenn du was zu essen brauchst, nimm dir. Ja. Na, na.
Was sind denn Rohmaterialien bei dir? Ach, sehr roh. Gar nichts. Ja, drin. Ne? Rohmaterialien, was noch gekocht werden muss, ja. Wollte ich machen. Ich muss mal ganz kurz raus irgendwie. Bei mir gehen die Truhen nicht mehr richtig auf und zu. Ja, hatte ich eben auch das Problem. Irgendwie stimmt heute was nicht. Das Spiel. So. Leute, mal eine kurze Frage, falls ich das bis dahin nicht selber rausgefunden habe. Was sind diese Minecraft Realms? Ich hatte die mal gehabt, die kosten, glaube ich, 8 Euro im Monat. Ich weiß, du kannst die, glaube ich, nicht modden. Worum es mir jetzt ging, wenn ich das jetzt hole, wird das wie ein Server gar nicht hab, oder ist das nur in der Zeit, wo ich dann auch online bin? So ein Minecraft Realm offen. Das würde mich nämlich noch mal interessieren. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, ich weiß nur nicht mehr, wie das war, was ich ein bisschen schade fand. Ich meine, dass man überhaupt keine Mods draufziehen konnte. Ich weiß es nicht. Sag mal, ist das eigentlich bei Minecraft Vanilla auch, dass du dir einen Komposter machen kannst? Nach dir warst du weg. Dass man bei Minecraft Vanilla auch einen Komposter machen kann. Weil bei Life in the Woods kannst du einen Komposthaufen machen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das bei Life in the Woods war, wo wir den hatten, oder auch bei Vanilla. Weil irgendwann können wir uns mit Getreide-Saatkörnern hier durchschmeißen, glaube ich. Weißt du was, dafür gehe ich mal ganz kurz in den Sheet-Modus und gucken, ob es sowas gibt. Hashtag-Mod. Eve. Wie heißt der Komposter, ne? Ja. Ja, Komposter gibt es in dem Spiel hier. Okay. Weil dann kannst du dir nämlich auch sowas hier für zum... dann brauchst du nämlich kein Wasser mehr. Kannst du nämlich zum Anpflanzen nehmen. Kompostzeug. Ja, ich glaube, da hat man die ganzen Stöcke, Holz und Blätter und sowas reingeschmissen. Ne? Richtig, weil dann brauchst du nämlich kein Wasser mehr. Kannst du nämlich auch auf dem Land machen. Die ganzen Felder. Ja, für sowas war meine damalige Freundin mal zuständig. Ich war ja, wie gesagt, immer nur unter der Erde. Bin in die Schluchten gestürzt, bin in Luft gejagt worden, bin in Lava gefallen, bin ertrunken. Und bei sowas uns halt. Wird hier alle zusammen gemacht, Fräulein. Ach, du willst das alles miterleben, das Sterben? Ja, natürlich, will ich ja auslachen. Ja, sterb ich. Was willst du denn jetzt hier, Alter? Erstmal da. Wer? Ah, Discord ist heute auch wieder ein Träumchen. So. Bist aber noch da, ja, Tulania? Ja, ich bin noch da. Ich stopfe gerade hinter deinem Haus. Okay. Oder hinter der Baustelle und so wieder. Mein Held! Meine Altersfrau. Ach nee, das war jetzt eine andere Werbung. Wenn es um Geld geht. Stimmt, ja. Mit dem kurzen, wie er da am Babybett hängt. Oh, es wird morgen. Komm mal noch runter. Ja, kommt hier auf den Schrecken. Oh. Verprügel erstmal meine Hühner alle. So. Huch! Nee. Ja, bei Minecraft konnte man gestern nur richtig schön nebenbei spielen, während die Sendungen liefen, man am Chatten war, weil man musste auch mal eine Zeit lang warten, bis die Bäume fertig waren. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf, das Knochenmehl zu verschwenden. Oh.
Normal. Und dann konnte man richtig schön aus den Stämmen den Boden machen, obwohl ich weiß nicht, ob ich das so lassen will. Das Haus hier musste ich auch auf, ohne Aufnahme machen, weil du wirst irgendwann ramdösig, ganz ehrlich. Ja, ja. Ich habe gemerkt, so während der Aufnahme renne ich auch so ab und zu ein bisschen rum wie Falschgeld. Ja. In dem Moment. Ja. Bin dann mehr so auf Erkundung. Ja. Weil, weiß ich hier. Oh! Ach ja, habe ich gerade wieder rausgefunden. Da war ja was. Wenn du dann, wie heißt da hier, wie heißen diese Knallerze nochmal? Ein Creeper mit einer Fackel schlägt. Oder mit Feuerzeug. Dann hast du den im Grunde schon sofort angezündet, dann explodiert der. Oh, okay. Ja, er ist ein paar Sekunden an Zeit wegzugehen, weil er dann nicht mehr läuft. Hm. Einfachste Variante, die mit einer Fackel verprügelt. Hm. Im Moment kann man sich das ja erlauben, weil wir ja keinen Blockschaden hier haben. Richtig. Ich finde das ohne Blockschaden eigentlich am besten, muss ich sagen, weil ich glaube, ich wäre stinkig, wenn mir andauernd irgendwas kaputt gemacht würde. Ja, das hatten wir schon oft gehabt damals. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis, ne? Ja, will man das unbedingt? Warte mal, ich teste das. Noch einen Knopf über. Machst ja, du da? Hier kannst du mit dem Knopf, oder? Ja, kannst du auch aufmachen, Türen. Nee, bleibt nicht dauerhaft offen. Dann war das bei mir ein Fehler gewesen. Jo. Da haben wir wieder Brot. Oh. So blöd die Tür aussieht. Ich glaube, ich gehe hier gleich mal mit dem Schwert durch und dann weg wieder neue Hühner produzieren. Aber erst, wenn sie alle ausgewachsen sind. So, wie sieht's hier aus? Die sehen hier irgendwie alle fertig aus. Dungeon wäre mal schön, wenn man da wieder ein Patron findet oder dann die Gleise abbauen schon mal kann und so. Oh. Da hat man ja auch viel Material bei. Ja. Vor allem hilfreich, wenn dir die Fackeln aussehen, dann hast du gleich mal Holz bei der Hand. Ja, ja, ich gehe sowieso nie runter ohne Holz. Ja, das habe ich vorhin aus Versehen gemacht. Ich habe immer ein paar Baumstämme, Bretter und sowas dabei. Ja. Können sich immer schnell Sticks machen oder eine, wie heißt das hier? Eine Bergbank. Mhm. So. Ich sehe auch gerade, mein Exil ist jetzt wieder weg. Da habe ich vergessen nachzugucken, was das noch sein soll. Hm. Ja, wenn man diese Viecher da besiegt, dann hast du doch irgendwie Exil. Und ich hatte gestern Stufe 2, weil ich ja diese beiden Typen da weggeklatscht habe mit dem Banner. Ja. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Ist jetzt hier eigentlich alles voll? Ja. Ja, gut. Jetzt guckt mal die Mutti, wie ein Komposter geht. Heißt doch Komposter, ne? Ja. Komm. Ah, hier. Oh, das ist ja einfach. Na gut. Wahrscheinlich nur irgendwie eine Menge Holz oder sowas, ne? Ja. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Komisch, immer wenn ich an der Werkbank bin, ist so wie so Peter Lustig von damals. Ja, war das jetzt richtig? Ich glaube heißt nicht, ich weiß. Ja! Hammer. Oh,
Ja. Oh! Nein. So, dann machen wir mal den Komposter hier hin. Zack. Haben wir denn mal was zu kompostieren? Ja, haben wir. Hammer. Was? Wer ist wo? Was hast du gerade gesagt? Achso, ich hatte gerade mit mir selber gesprochen, weil ich suche die Angel gerade. Habe ich dazu gefunden. Was habe ich da jetzt eigentlich eingesammelt? Knochenmehl. Ja, toll. So, Oh. Kartöflis. Kartoffel. Ich hab dir sogar die Kartoffeln gebacken. Kartoffeln? Ja. Ich hoffe auch mit Kräuterbutter und alles, ne? Ja, natürlich. Rosmarinkartoffeln. Ja, super. So muss das sein. Was ich jetzt hier so ein bisschen schwieriger finde bei der Grafik hier ist, ich glaube, man sieht beim Angeln, also zumindest sehe ich keine Blubberblasen mehr, die sich langsam der Angel nähern. Okay. Wo angelst du denn? Ach, oh, hinterm Haus, wa? Ja, hinten bei mir, da geht's. Ist auch nochmal. Irgendwie sind wir umgeben von so einem riesigen Fluss. Ja, das sieht so aus. Das ist mir, als ich offline hier mal so ein bisschen Bäume noch geholt habe, ist mir das auch aufgefallen. Das ist so, ja, sehr viel Wasser. Russland schlaft ja, hier, ne? Ja, ja. So. So. Das habt ihr ja so ein bisschen vorhin gesehen, so von innen so, hier, wie das hier so aussieht. Ich war jetzt sehr schlau gewesen und habe mir Erde vergessen zu nehmen. Wenn es Kilometergeld bei Minecraft geben würde, Anni hätte es schon gekriegt. Ja. Wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Erde. Klingt komisch, ist aber das so. Ja, wenn ich mal so ein Angelglück hätte wie meine Ex damals, ey, die hat ja Zauberbücher, verzauberte Angeln, die hat alles rausgeholt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es da auch. Ja, doch, ich glaube, es gibt so Bücher mit Anglerglück und sowas irgendwie. Okay. Das musste sie ja auch erstmal angeln, aber ich kriege ja nur hier Fische raus die ganze Zeit. Hm. So, was habe ich gesagt? Wir müssen das alle, das ganze Klumpatsch, müssen wir hier eben hochbauen. Und wir haben mal wieder keine Axt bei, aber egal. Und so. Hui. Ja. Und das Ganze müssen wir hier drüben auch machen. So. Dann machen wir das mal ganz einfach. Machen wir uns mal. No.
Das ist schlau, Anni. Ach, Anni. Ist schon wieder dunkel. Ah, siehst du, das habe ich gestern auch vergessen nachzugucken, wegen der Zeit, Tageszeit, ob man die mal ein bisschen einstellen kann. Was meinst du? Ach so, ja. Mit der Tageszeit. Ja, ich brate jetzt mal die Fische und gucke mal nach, ob ich da was finde. Wenn man wissen will, wie man seine Rüstung ganz schnell in den Arsch kriegt, guckt einfach Paragora Anni zu. Ich habe einen Sattel schon rausgeholt, sehe ich gerade beim Angeln. Nein. Doch. Dann brauchen wir ja Pferdchen. Es ist das. Manche Sachen siehst du erst, wenn du mal ins Inventar guckst. Ja. War jetzt schlau. Ach, Anni. Namensschilder waren auch nicht schlecht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tier umbenennen möchte, ja, oder sowas. Ja. Wolfert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lama finden würde, würde ich das Tolama nennen. Jawohl. Oder Tolamia. Tolamia. Du bist mit Tolamia. Ja. So. Na, hoch. Ne? So, genau. Wir müssen unbedingt noch ein paar Birken wahrscheinlich killen, oder ich guck mal, wie viel Holz ich noch drüben habe von Birkenholz. Habt ihr eigentlich mal gemerkt, wie man die ganzen Bäume killen, anstatt zu fällen? Ja. Ja. Die sind voll die Baumkiller. Kille, kille. Aber bisher kamen keine weiteren Kommentare bei mir auf dem Channel, bei YouTube. Okay. Ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich doch mal live gehen. Aber ich bin da sehr, sehr, sehr schüchtern. Also hab ein bisschen Schiss davor, bis er gesagt hat, also. Über welches Thema würdest du denn ja heute mal reden, Tolania? Über Tipps und Tricks bei Minecraft. Aber da müssen wir warten, bis die Antworten kommen. Wenn wir mal Antworten kriegen. Weil, was ich noch nicht raus habe, es gibt ja auch diese Befehlsblöcke hier in dem Spiel, die man irgendwie erstellen kann. Damit kann man ja auch verdammt viel machen. Auch die Tageszeiten programmieren und keine Ahnung. Also ich blick da noch nicht so durch, ey. Ich habe immer nur gebaut. Ja. So, ich werde jetzt mal ein bisschen besser ausleuchten hier drinne. Warten noch. So, wir haben jetzt eine Diamantspitzhacke. Am liebsten wäre mir, wenn wir noch ein Buch hätten, wo Hertha drauf wäre oder so. Na, jetzt haben wir noch einen Diamanten. 4 Stück habe ich ja da unten rausgeholt. Mhm. Aber es gibt irgendwie auch, ja, Fiktivität oder irgend sowas. Es gibt ja so verschiedene Zauberbücher, wo man auch dann hinterher aus einem Diamanten sogar noch 2 rauskriegen könnte oder so. Wir können uns ja auch so eine Angelmaschine bauen. Müsste ich mir aber vorher angucken, wie man die baut. Ja, kommen dann da aber auch irgendwie so Sondersachen wie Sattel und sowas raus? Ja, oder? Ja, da kommt alles raus. Bücher kommen raus, da kriegst du alles, was du normal so auch angelst. Okay. Irgendwas wollte ich jetzt. Ach so. Ja. Habe ich denn eigentlich noch so Birke? Nö. Okay. Thank you.
müssen wir mal gucken, was wir hier für Treppchen reinmachen. Schauen wir mal. Ich höre da schon wieder hier irgendwie Monster. Monster Time! Der stöhnt schon wieder so obszön und ob das schön ist. Oh Mann, diese Spanner, Alter. Nervig. Haben wir denn eigentlich das Glas dabei? Ja, haben wir. Wie gesagt, ich hab Glasscheiben jetzt genommen und nicht Glasblöcke, weil sieht ein bisschen besser aus, wie ich das schon in der letzten Folge erzählt habe. So, weg, weg. Aber eigentlich kann man das auch so machen. Ich frag dann mal gleich mal Tolania halt, wo sie gerne die Treppen hinhaben würden wollen. Bei dem Rumierzicke wird es spannend. Heidisch. Tolania. Was? Die Angelfarm baut. Ich sehe gerade, ich brauche schon mal einiges an Truhen. Also. Ja, so viele Truhen brauche ich doch nicht, weil... Habe ich so wenig Holz noch? Ja, wir haben hier einen ganz schön hohen Holzverschleiß. Ja, ich merke das gerade echt. Das ist ja grauenhaft. So, und da drüben noch. Ah, gut abgepasst. Haha. Läuft bei uns. So. Trichter. Brauche ich da Eisenbarren und eine Truhe, alles klar. Die Eisenbarren? Hm? Da. Warum ist. Ich finde das mit dem Rezeptbuch mittlerweile so geil, ey. Ja. So, damit halt mal ein bisschen vernünftig haben hier. So, dann kann man nämlich gucken, wo wir hier die Treppe denn hinmachen. So, ein Dach brauchen wir ja, wie gesagt, auch noch. Oh, wie stöhnen mir die Nachbarn jetzt? Wer bist denn du? Was machst denn du in meinem Boot? Verpisst du dich mal? Betackt. Arschloch. Na? Ihr Pleitegeier? Na, Kenner, was machst du denn hier drinnen? Du siehst aber auch aus wie Michael Jackson, ey. Na, ihr Scheißer? So. Wo müssen wir denn jetzt hier mal gucken? Ach, die Scheiße hier. Haben wir noch mehr Mobblut? Ja, haben wir das. So. 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 So.
wieder ein paar Eierchen. Fulania ist auffällig ruhig. Das heißt. Ja, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich gucke mir das Video mal gerade an. Ach ja. Was heißt da eigentlich, wenn Kinder ruhig werden, ne, wird es gefährlich. Ja. Ach, ich trau mich da irgendwie nicht an das Dach ran. Ich weiß nicht. Vor allem der war im Cheater-Modus. Traurig. Wie viel Stein brauchen wir denn da noch? Diese Behauptungen. Was denn? Oder meinst du den Typen da? Was meinst du jetzt? Survival-Modus, dass er da gebaut hat. Ja, der hat im Cheater-Modus gebaut. Deswegen finde ich das gefährlich, wenn ich das jetzt baue. Aber gut, ich muss da durch. Ja, wie gesagt, im Ducken-Modus. Ich musste gestern auch viel ducken und sowas. Ja, ich bin auch ein paar Mal abgeschmiert immer wieder. Ja. Ach, und dann hast du die Treppen falsch rumgesetzt und keine Ahnung. Also es ist schon teilweise echt... Ja. Was benutzt er denn? Auch Stufen oder benutzt er Blöcke oder so? Nee, er nimmt Stufen und er nimmt Blöcke. Mhm. Ja, wenn du einen Block, also wenn du die erste Stufe gesetzt hast oder ersten Block und dann eine Stufe dran setzt, dann ist das ganz einfach, weil dann guckst du immer nur seitlich an eine Stufe und gehst dann seitlich. Mhm. Das geht. Mhm. Stolperdrahthaken. Ist das sowas überhaupt noch? Ich muss ja mal gucken, was der da hat, also. Stolper. Ah, wieso heißt das überhaupt Haken? Jetzt ist die Frage, ist der Stolperdrahthaken das gleiche wie der Haken oder hieß der damals nur anders? Keine Ahnung. Zwei Stück brauche ich. Ein Spinnfaden. Brauche ich halt noch eine Tür irgendwo. Redstone brauche ich ein. Jo, da ist noch eine Tür, also eine Tür habe ich. Einmal Wasser habe ich auch. Ach Mann, ey. Icke, die noch nie gebaut hat. Die okay, baut jetzt. Konnte ich jetzt auch bauen, aber noch ein Redstone. Die Notenblöcke sind ja auch ziemlich einfach zu bauen, ne? Die was? Die Notenblöcke, den Redstone in die Mitte und dann drumherum einfach nur Holzbretter. Okay. Also wie eine Kiste, die du baust wie eine Kiste und dann in der Mitte noch einen Redstone, also einen Notenblock. Okay, da kannst du rufhauen und dann macht's Musik. Ja, aber den brauchst du irgendwie für diese AFK-Maschine und Angel. Ja. Und dann das und dann hier nehmen wir noch ein bisschen Steinblöcke mit und haben da gemacht. Zwei Stück. Also ihr seht gerade, ich muss sehr viel noch an Steine sammeln. Weil mit dem bisschen, was ich hier habe, glaube ich nicht, dass ich da weit komme mit. Ich glaube, ich habe schon zu viel Steine gemacht. Da kann man die eigentlich wieder zurückverwandeln? Nee, wa? Wir lassen es erstmal so. So, jetzt weg mal gleich mal kurz nochmal bei mir unten in den Untergrund verschwinden und mir noch ein bisschen Stein holen. Die Eisenspitzkacke brauche ich jetzt nicht. Die packe ich mal dahin. So. Die Steinspitzkacke nehme ich noch mit. So, dann mal kurz im Keller verschwinden. Jo, zack. So, ist hier irgendeiner? Arschmaden die Folge? Nee. Da unten war doch vorhin alles voll. Da ist ein Enderman. Klingt komisch, ist aber so. Ja.
mache ich das jetzt zu, dann habe ich ein Problem, dann kommt die ganze Scheiße hier nämlich hoch. Ach, ich mach's zu. Wir sind vergnügungssüchtig. Sag mal, Skelett. Amor. Stehst die ganze Zeit in der Sonne, verbrennst dich, was ist mit dir kaputt? Jetzt aber. Jetzt, dann Trichter. Noch einer ohne Fahrschein? Halt die Fresse hier. Da Bob. Ja. Was haben wir denn hier so? Ja, ich hab hier auch eine große Höhle unter Maus. Oh, noch ein Enderman. Enderman, Enderman. Hey, mit dem Bogenschützen ist unfair. Scheiße, tot. Fuck, fuck, fuck. Wo ist Huhn jetzt gestorben? Unten, bei mir. Aber wichtige Sachen hattest du jetzt nicht dabei, ne? Hab ich ja jetzt alles wieder. Ist ja nicht weit weg gewesen. Hab ich denn noch irgendwo? Nee, hab ich nicht. Jetzt gehen wir erstmal kurz in Sicherheit hier. So, liebe Kinder, ihr habt gerade ein böses Schimpfwort von mir gehört. Das bitte nicht zu Hause wiederholen, sonst gibt es nämlich Ärger von Mutti und Papi. Fuck, fuck, fuckity fuck, 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 fuckity fuck. Ich sag gerade, die Kinder möchten das bitte nicht wiederholen. Oh, scheiße, ich brauche unbedingt... Wenn man singt, fällt es den Eltern meistens nicht auf. Ja, sagst du einfach ein modernes Lied. Richtig, genau. Ich muss mir da mal was basteln. Scheiße. Mein Schwert ist auch hinüber gewesen. Toll. Kacke. Und nun, ihr Kinder, gebt fein acht. Ich hab den Sandmann umgebracht. Auch von Onkel Lotte. Esse. Esse. So. Und ja. Ja. Kann es sein, dass du an den Kartoffeln dran warst? Nee. Aber ich das. So, Freunde der indischen Brotsuppe, dann ist das mal wieder ein Zeichen von Cut hier. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder bei Minecraft mit eurer Paragora-Honey und mit eurer Tolania-Zicken-Eumel-Träne. Du bist so hässlich. Ich sterben. So hässlich war zu mir. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst gerne ein Däumchen mit Träumchen da. Ansonsten würden wir uns auch über ein Abo freuen. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Minecraft. Tschüss. Tolania sagt wieder nicht tschüss, nicht drüber nachdenken. Ist halt. Nein, ich bin gerade am Heulen. Ja, ist halt. Erst wieder Schluss, wenn ich einen Kommentar drunter habe, wie bösartig du eigentlich bist. Ja, wirst du nicht kriegen. Ich weiß. Möp. Tschüss. Tschüss.